Rettungshilfe gebrauchen. Kein echtes Problem, wie? Wie kommen wir da? Still, Snips. Ich glaube, hier kommt unsere Mitfahrgelegenheit. Langsam, Snips. Deine Landungen sind... Schneller, Padawan. Du willst doch nichts verpassen, oder? Du kannst deine Truppen nicht wie Rücklinge behandeln. Hey, erinnert mich bloß nicht daran. Schnell sprinten du kannst, der Gefahr du so entkommst. Wären wir schon viel früher hier gewesen. Das ist kein Spiel, Snips. Ja, Meister. Ich möchte so früh wie möglich los. Ja, Sir. Ich informiere euch, wenn der Jäger aufgetankt ist. Danke, Cody. Ich spreche mit dem Stationskommandanten. Es dauert nicht lang. Meister Kenobi,
Meister Plo, ich habe nicht erwartet, euch hier draußen zu treffen. Der Wille der Macht ist geheimnisvoll, Obi-Wan. Doch bin ich froh, dass unsere Wege sich kreuzen. Ich ebenso. Es ist schon lange her. Man fürchtet, dass sich die Separatisten im Naboo-System etabliert haben. Naboo? Das ist beunruhigend. In der Tat. Ich hatte wenig Zeit auf Ryloth. Ich treffe Senatorin Amidala. Anakin und Ahsoka müssen Wat Tambors Chaos ohne mich aufräumen. Und wie schlägt sich Skywalker mit seinem Padawan? Sehr gut. Er ist der geborene Lehrer. Gut. Einen Padawan auszubilden ist eine große Verantwortung. Stimmt. Und Ahsoka macht es ihm nicht leicht. Anakin war in ihrem Alter sehr ähnlich. Und das amüsiert dich? Nach allem, was ich ertragen musste. Ich spüre es auch. Das sieht nicht gut aus. Einbruch am Sicherheitsposten! Schnell, hier lang! Die Tür ist anscheinend blockiert. Mit der Macht zerstörte Türen öffnen du kannst. Manche Türen von zwei Jedi geöffnet werden müssen. Sehr gut gemacht, Obi-Wan. Droidenangriff! Auf Position. Ich spüre etwas. Meister Jedi, Hilfe! Helfen Sie dir, Wirt. Erstaunliche Arbeit, General. Wir könnten Hilfe gebrauchen, General. Wir gehen in Deckung, Sir. Warnung, niemand legt sich mit mir an. Dieses Power absammeln, um deinen Punkt. Jetzt kommt es gut. Uns fehlt die Stärke, diesen Kampf zu gewinnen. Es ist nur eine Fregatte der Separatisten. Wir haben noch eine Chance. Sehr bedauerlich. Sein Licht bewegt. Zusätzlichen Schaden verursacht dein Lichtschild. Wenn aus ist, einen Doppelsprung auf den Zerstörer mache und ihn kontrollieren du kannst. Und in die... Offenbar sind wir unbeschadet davongekommen. Meine Männer sind bereit, Sir.
Das war knapp. Wir sind anscheinend in einer Sackgasse. Die Turbo. Mit diesen Droiden müssten wir eigentlich durchbrechen können. Danke, Soldat. Als ginge es nach oben. Die brauchen keine Teufel. Hier spricht General Droku. Alle Piloten zu den Schiffen. Schießt diese Blechbüchsen ab! Weiter kämpfen, Brüder! Erledigt werden.
Lady, versucht sich nach dieser Station in die Deflektorschäde zu leiten. Hört ihr mich? Cody, bitte kommen! Verstanden, General, aber wir haben hier ein Problem. Das ist eine Untertreibung. Wir sind berichtet, dass die Droiden einen Kernbruch bewirkt haben. Wir kümmern uns um den Reaktor. Geht in den Kontrollraum und verstärkt die Schilde. Ich bin auf dem Weg, Sir. Wir dürfen keine weiteren Droiden an Bord der Station lassen. Private, wie lange noch, bis ihr die Deflektorschilde verstärken könnt? Es wird einige Zeit dauern. Zeit ist etwas, das wir nicht haben, Private. Sir, ja, Sir. Ich lasse mir etwas einfallen. Ich zähle auf euch. Ihr habt den General gehört. Diese Schildgeneratoren brauchen mehr Energie. Diese Konsole steuert die Brücke. Wir müssen sie hacken, um rüberzukommen. Die Konsole kurz schließen, du kannst. Die Ringe drehe und die Energieplatten anordne, um den Kern zu laden. Den Ring weg. Wir werden die Mission blitzschnell erfüllen. Da sind Droiden. Ich bin ein Weichpanzer, aber ich bin so zäh wie jeder andere Klon. Feind gesichtet. Auf den Scanner sind überall Droiden. Eng zusammenbleiben und auf den Weichpanzer aufpassen. Man nennt mich Switch. Halt einfach den Kopf schmieren wie diese Blechbüchsen. Dieser Wartungsweg führt direkt zum Kontrollraum für den Hauptschild. Sie hätten jemanden klonen sollen, der weiß, wie man kämpft. Nur Klonkrieger. Für Klonkrieger ist es eine wahre Freude, Doreen. Großartig. Wir sind abgeschnitten. Wir müssen außen herum. Wer sagt das? Das Fadenkreuz bewegen, du kannst. Ein Ziel suchen, du musst. So macht man das, Boss. Wir haben eine Formation in einen Schrotthaufen verwandelt. Gefärbt sind offene Schaltkreise. Wenn du sie ausrichtest, dann zurückgesetzt die Schaltung wird. Und von vorne beginnen du musst. Kontakt! Wenn sich alles täuscht, können wir die Energie mit den Konsolen zurück zu den Schilden leiten. Ihr habt den gehört, Leute. Auf geht's! Weiter Feuer!
Sekundärleitungen einige Schaltkreise haben, brauchen sie so. Primärleitungen teilen Energie mit Sekundärleitungen. Sekundärleitungen ebenfalls ausrichten, um Energie in die Mitte zu leiten. Sag deinen Schaltkreisen lebewohl! Diese letzte Konsole sollte reichen. Da kommen sie angerollt. Der ganze Schrott. Der Traum eines jeden Javas. Weichpanzer. Die Deflektorschilde scheinen, aber es sind eine Menge Blechbüchsen an Bord. Gute Arbeit, Cody. Geht zur Undock-Sektion und sichert die Ladedecks. Verstanden. Meister Kenobi, ich glaube, wir sind nicht allein. Ich fasse es nicht. Weiter zu General. Hier wird es brenzlig, Sir. Wir sind in eine Falle gelaufen. Es ist sehr lehrreich, euch beim Kampf zu sehen, Meister Plo. Unter manche Droiden schlittern du kannst. Von unten angreifen du musst. Sie überrennen unsere Position! Aufbau von Juma 9 ist ziemlich beeindruckend. Stimmt, aber ich hatte mir die Stationsführung eigentlich anders vorgestellt. Ich habe Trainingsgeräte gesehen, die ein besseres Zielsystem hatten.
den Chamäleon-Droiden einen Doppelsprung mache und ihn angreife, um ihn zu übernehmen. Den Droiden bewegen du kannst. Spaß, das macht. Minen du kannst liegen lassen, den Droiden. Begrenzt jedoch sie sind. Wenn leer der Droide ist, explodieren er wird. Meister, aber ich glaube, jemand will uns töten. Das sieht aus wie der Reaktorkern, von dem Cody gesprochen hat. Ihr seid schwindelfrei, Meister Plo. Unsere Höhe macht mir keine Sorgen. Der Zustand von Juma 9 aber durchaus. Sieht es so einfach aus, Meister Plo. Das war belebend. Dass wir in Gefahr stehen. Meister Plo, ich glaube, es ist Zeit, klar Schiff zu machen. Ja.
zerstört. Hier im Ende wird's gut. Der Reaktorkern ist sicher, zumindest vorerst. Meister Kenobi, abgesehen von ihrer Nähe zum Ryloth-System hat diese Station kaum militärische Bedeutung. Wir sollten Skywalker sofort kontaktieren. Und ihn warnen oder um Hilfe bitten? General Skywalker, empfangt ihr mich? Ahsoka Tano, hörst du mich? Es scheint, die Separatistenflotte stört unsere Übertragungen. Vielleicht sind die Hochleistungsrationen stark genug. Ich hoffe es, Meister Kenobi. Ich spüre, dass Gefahr lauert.